glaube, das ist Silent Evil. Das ist sogar gar kein schlechter Name für ein Horrorspiel. Silent Evil. Ja, dann machen wir weiter mit Awesome P. Lassen wir uns überraschen, was sich dahinter verbirgt. Sieht sehr gameboyig aus. Mal schauen, ob wir das finden. Avisome? Awesome P. Ja, das findet Twitch immerhin. Das kann nicht ganz so skurril und seltsam sein. Schauen wir mal. So ein Titelbild habe ich nicht erwartet. So was eher. Pigeon Death Games. Ah ja. Machen wir. Komisch, das ist irgendwie Gameboy-Grafik auf einem Fernseher. Der Super Gameboy. Offensichtlich. Gameboy auf einem alten Röhrenbildschirm. Okay, schauen wir, was erwartet uns. Ist es ein Spiel? Bewegen. Check. Ein Reitfrosch. Den können wir leider nicht benutzen. Wir sind aber auch nur eine Erbse. Stacheln gefährlich. Rüberspringen. Nein! Oh, an der ersten Herausforderung im Spiel gescheitert. Ah, Doppelsprung. Das ist sehr basic. Nicht unbedingt schlecht. Bis jetzt. Aber sehr, sehr basic. Schauen wir mal, wo das hinführt. Wird das noch zu so einem super krassen Super Meat Boy? Oder nicht? Warte mal, Frosch. Wie Frosch? Verstehe ich nicht. Das Schild habe ich nicht verstanden. Der Frosch ist böse, oder? Ah! Wenn am Anfang ein gesattelter Reitfrosch steht, wo soll ich denn wissen, dass Frosche dann tödliche Kreaturen sind? Mit tödlichen Rücken, auf die man nicht springen darf. Das ist eine Unverschämtheit. Naja, okay, jetzt weiß ich's. Alles okay. Nur, dass man wieder ganz am Anfang starten muss. Das ist schon hart. Okay, Frosch, ich ignoriere dich und gehe in die Steinröhre. Level 1 geschafft. Der Boss, der Frosch war der Boss quasi. Der Bossfrosch. Oh, machen wir mal weiter, oder? Da kriege ich jetzt gerade so Bugs Bunnys Crazy Castle Vibes oder sowas in der Art. Okay. Ja. Das erste Level war so ein bisschen Schonfrist und jetzt geht's los hier. What? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee. Bin ich nicht. Oder doch? Die Röhre ist anscheinend ein Reset-Punkt. Das hat was. Wir waren wirklich wieder am Anfang. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, was es hat. Luma, danke schön fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Hi, wie geht's? Ah, oh, wir sind wieder am Anfang. Das ist so ein. Das ist ein. Voll das Labyrinth hier. Das hätte ich jetzt nach dem ersten Level nicht erwartet von dem Spiel. Aber gut, wir müssen also irgendwie den richtigen Weg finden. Bis jetzt kann man zumindest schon mal sagen, abwechslungsreich. Wenn wir hier mal reingehen, das geht gar nicht. Weil wir hier dann rauskommen. Und dann können wir darüber. Anders geht's gar nicht. Aber da ging es nicht mehr weiter. Oh nein, das ist alles da. Wahrscheinlich hätte ich doch irgendwie in die Tür gekonnt. Ich habe es nur nicht auf die Reihe gekriegt. Kommen wir hier hoch?
Dann ist das wohl schon der richtige Weg. Jetzt müssen wir mal schauen. Also das zweite Level würde ich jetzt schon gern schaffen. Aber ich sehe schon, das ist ein Skillspiel. Also wenn das schon das zweite Level wird, dann wird das so eine Art, weiß ich nicht, Retro Super Meat Boy oder so. Also komm ey, die Hit-Zones von den Stacheln sind nicht gerade gnädig auf jeden Fall. Konzentration. Oh, ich habe gerade die Level-Zurücksetztaste gefunden, immerhin. Yay. Zwar leider nicht die in Häuser reingetaste. Aber zum Glück gibt es eine Fang wieder von vorne an Taste, die du ganz schnell mal versehentlich drücken kannst. kurz vorm Ende. Müssen wir jetzt zu der Tür? Ich habe wirklich alles jetzt versucht eigentlich. Vielleicht gehen wir mal nicht zu der Tür. Aber das bringt mich auch wieder an Anfang, ne? Super Mario Kirby Meat Boy Land World. Genau, so ungefähr. Oh. Und Castlevania ist auch noch ein bisschen dabei, offensichtlich. Sonst wird man nicht die ganze Zeit von fliegenden Medusa-Köpfen getötet werden. Oder eher Totenköpfe. Also ich sehe keinen anderen Weg als den. Und dann kann es nur hier weitergehen. Ich kann da unten entlang, aber bringt uns das was? Wo führt denn... Der Weg unten führt nirgends hin. Ich kann da hoch vielleicht? Nee, kann ich nicht. What? Naja. Wo ist unsere Figur? Wo ist überhaupt irgendwas? Hallo? Sind wir in der Burg da? Ah. Yay. Zumindest hat schnelle Rücksetzpunkte. Das ist wichtig bei sowas. Aha. Es geht nicht von links nach rechts durch. Das Spiel ist wieder ein bisschen leiser, oder? Ich mach's ein bisschen lauter. Den Soundtrack gerade. Nicht schlecht, originalgetreu und trotzdem fetzig. Komm ich da wirklich rüber? Oh, nicht so auf jeden Fall. Aber es muss gehen. Yeah. Oh, come on! Die Hitboxen aus der Hölle! Kann man vielleicht ein bisschen gnädiger sein, Spiel? Wahnsinn! Pixel perfect! Muss man hier sein. Vielleicht sogar mehr. Wenigstens muss man die Kristalle nicht unbedingt sammeln. Ah, ich muss mich aber an der Stirn kratzen. Puh, das war knapp. So was kann nach hinten losgehen. So, wo ist jetzt hier das Ziel schon wieder? Das Spiel könnte echt ein bisschen besser drin sein, zu kommunizieren, wo man zur Hölle eigentlich hin muss. War das gut? War das falsch? Muss ich da lang? Anscheinend nicht. Wo muss ich denn zur Hölle? Oh, die Frösche töten einen. Es stimmt. Habe ich vergessen. Okay. Puh. Jetzt sind die echten Gamer-Skills gefragt hier. Ich finde aber wirklich die... Also, ach, der Kristall war das Levelende. Das wäre irgendwie... Also, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag den Entwicklern geben könnte, dann wäre es, dass die Ziele klar erkennbar sind. Durch irgendwas, ne? Eine Fahne, irgendwas.
wie man das aus anderen Champions kennt. Das ist nicht umsonst so gemacht, würde ich sagen. Oh, ich bin ich gestorben? Na, egal. Ich wollte beim 24-Stunden-Stream 10 Euro donaten. Ah. Habe aber nicht gerafft, wie das geht. Ah. Also habe ich doofe Bits im Wert von 10 Euro donated. Ach so, meinst du. Ach so. Ja, aber trotzdem. Also trotzdem vielen Dank und da musst du jetzt nicht nochmal unbedingt nachdonaten. Also das ist... Ah, verdammt. Das ist schon in Ordnung. Ich bin dir auch für die quasi 5 Euro dankbar. Und Twitch freut sich bestimmt auch über den 5er. Ui, das war gemein. Abwechslungsreich ist es. Burg, Turm, Zug, am Anfang Wald. Ah! Ah! Da fehlt jetzt nur noch die Lava-Welt und die Eiswelt und sowas. Mal schauen, ob das noch kommt. Ah! Puh. Ah! Ah. Wäre es nicht leichter, wenn ich unten lang gehe? Vielleicht. Oh, ich habe fast den gleichen Fehler wieder gemacht. Not again. Nein! Ah, kommen wir da rüber. Der Block in der Luft ist gemein, ne? Ha! Ah! Nimm das Spiel. Wer baut denn so viel Stacheln oben auf seinen Zug eigentlich? Das ist echt unverantwortlich. Kann man sich denn hier beschweren? Wer ist denn hier verantwortlich? Das kommt davon, wenn man die Bahn privatisiert. Dann schießt doch Frosch, dann können wir hier durchflitzen. Nein! Moment. Okay. Machen wir es so. Ich hätte echt warten sollen, bis der Schuss... Ah, danke, der ist schon weg. Ich wollte gerade sagen, bis der despawnt. Nicht, dass der noch zum Problem wird. Aber er hat sich dann schon aufgelöst, netterweise. Also dafür, dass es in dem Spiel keine Rücksitzpunkte gibt. Ist das Level ganz schön lang. Die wollen es echt wissen. Wisst ihr was? Nope. So wichtig ist mir der Kristall nicht. Ich warte nur darauf, dass ich sterbe, weil der Timer oben abläuft. Ich meine, der zählt nach oben, aber wer weiß. Vielleicht ist bei 120 Schluss. Ich gehe einfach unten entlang, glaube ich. Oh, nein! Oh Gott, das war so... Oh mein Gott, ich hasse das Spiel. Nee, es ist eigentlich tatsächlich einigermaßen cool. Also simpler könnte es nicht sein, aber die haben aus dem Konzept, dass man einfach nur springen kann, alles rausgeholt, würde ich sagen. Jetzt schon, dass es fast ein bisschen viel Level sind. Oh, und jetzt haben wir ein Höhlenlevel. Mensch, aber ich muss schon sagen, schon alleine, um zu sehen, wie die anderen Level aussehen, das hält mich bei der Stange. Sag mal, kann ich hier vielleicht einfach, wenn ich Glück habe, ganz weit runterfallen? Ah, schade. Theoretisch kann es gehen. Wenn man hier irgendwelches Zonen findet, in denen nie Projektile nach oben steigen. Ah! Aber ganz am Rand scheine ich tatsächlich einigermaßen sicher zu sein, ne? Aber hier! Ja gut, aber das jetzt weiß ich's ja. Mist. Aber das schaffen wir so. Das exploite ich hier jetzt schamlos. So. Jetzt kommen die hier öfter an. Ah, jetzt kommen die hier aber oft am Rand. Das ist schlecht. Werden immer mehr. Bin ich jetzt gestorben? Bin ich jetzt gerade gestorben? Nein, ich bin nicht gerade gestorben. Ach, komm schon, Spiel. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, ich muss runter halt. Vielleicht ist es schon noch nicht.
Okay, und hier muss ich jetzt wahrscheinlich rüber zur Eisenbahnlore. Jetzt wird's Lorecore hier. Yeah, kommt jetzt ein Autoscroller wie Donkey Kong. Oh, das fände ich gut. Das wäre jetzt auch eine gute Abwechslung, finde ich. Das bräuchte das Spiel jetzt. Oh, schade. Ich dachte, jetzt fahrt man mit seiner Lore rum. Aber was habe ich denn erwartet? Ich habe mir das, glaube ich, viel zu... Puh! Ich habe mir das, glaube ich, viel zu... Weiß ich nicht, sophisticated vorgestellt. Ich wollte schon wieder auf den Frosch springen. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Frösche springen will. Habe ich zum Glück im wahren Leben nicht das Bedürfnis. Vielleicht weil Frösche so ähnlich wie Schildkröten sind und ich ein Jump'n'Run spiele. Ich warte nur darauf, dass sich einer von den Blöcken plötzlich umdreht. Oh nein, komm schon, Spiel! Sei doch nicht ganz so gnadenlos, meine Güte! Ah! Wenn man was von Mario lernt, dann doch, dass man im Zweifelsfall für den Spieler entscheidet bei so Kollisionssachen. Das ist... fühlt sich zumindest dann gut an für den Spieler. Vielleicht wollen die das gar nicht. Vielleicht wollen die, dass man leidet hier. Awesome P. Das Spiel für echte Kerle. What? Die härtesten Spiele der Welt. Ja, da ist der Kamin. Der Kamin der Erlösung. Awesome. Das macht irgendwie Spaß, das Spiel. Überraschenderweise, muss ich wirklich sagen. Nach dem ersten Level und vor allem, dass die dann gleich so ich wollte gerade sagen, dass die so ein nerviges Labyrinth-Schloss gleich als zweites Level hinpacken. Verstehe ich nicht ganz. Da können viele, glaube ich, schon die Motivation verlieren. Und in dem Moment kommt schon wieder so ein nerviges Labyrinth-Schloss. Weiß noch nicht, ob es nervig ist, aber ich befürchte es. Und somit wiederholen sich jetzt auch die Themen. Ah, Moment mal. Wie soll denn das gehen? Ja, genau. Hab ich mir schon gedacht. Wenn ich mal versuche, hier hochzuspringen, dann stelle ich fest, dass es nicht geht. Was soll ich denn hier jetzt machen? Müsste ich eine neue Fähigkeit haben, von der ich nichts weiß? Kann ja gar nicht funktionieren. Es kann doch funktionieren. Heilige Kartoffel. Oder heilige Erbse in dem Fall eher. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, hey. Jetzt wird's aber ernst. Die Schonfrist ist vorbei. Ich glaube, das habe ich schon mindestens 18 Mal gesagt, seit wir das Spiel spielen. In jedem Level 5 Mal bis jetzt. Das geht sich überhaupt nicht aus. Nee, das war nix. Versuchen wir es nochmal. Wann muss ich denn springen, wenn es... Nee, ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Jetzt! Nein! Das ist voll gemein. Ich versuche es noch einmal. Und dann, glaube ich, gehen weiter zum nächsten. Ich mache nur gerade die Kopfbewegung von Awesome P nach. Vielleicht muss man das machen, dann kann man besser spielen. Tempo, kurze Frage. Ist die Schonfrist nun um? Nee, ich glaube noch nicht. Erst im nächsten Level, aber dann gleich zweimal. Okay. Ja. Yeah. Das muss ich hier wahrscheinlich... Nee, hier muss ich es anders machen. Ich weiß es nicht. Ah, okay, cool. Oh mein Gott, guckt euch das an. Und jetzt muss ich auf so einem kleinen Bommel landen. Die sind sadistische Erbsen. Diese Entwickler. Puh, okay.
Okay, warte noch einen Zyklus ab. Oh Gott, das war so knapp. Wartet mal. Ich springe wieder zurück zum Anfang. Wo bin ich denn falsch abgebogen? Nein, das ist ja furchtbar. Katzen sind auch schon ganz aus dem Häuschen. Ich kann es auch nicht fassen, was gerade passiert ist. Jetzt habe ich aber die Sprünge da oben so schön gemeistert. Mal schauen, ob ich das reproduzieren kann. Weil dann müssen wir es jetzt doch nochmal versuchen. Reproduktion! Ausgezeichnet. Das könnte man irgendwie falsch verstehen. So. Ja, und jetzt? Da geht's... Da, ah, die Kette ist keine Wand. Ja, okay. Ja, Kette ist keine Wand. Man merke. Boah, aber... Hey, Leute, an was bin ich denn gestorben? Kann man nicht auf den... Kann man sich da oben nicht draufstellen, oder wie? Und es gibt keinen Reset-Punkt. Also das ist schon eine Geduldsprobe, dieses Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Nerven aus Stahl braucht man hier. Stahl reicht schon nicht mehr. Aus... wie heißt's? Dieses Elfen-Fantasy-Metall aus Mithril. Mithril-Nerven braucht man hier schon. Also darf ich jetzt nicht auf den beiden Dingern da oben landen? Oder bin ich zu nah an den Stacheln? Oder was war los? Ich muss doch da drauf landen. Es geht ja gar nicht anders. Nein! Hey, also wirklich. Man darf da echt nicht drauf landen. Das finde ich schwach ein bisschen. Hier scheitert das Spiel echt an seiner Kommunikation mit dem Spieler irgendwie. Erst finde ich die Ausgänge nicht. Und dann... Darf man jetzt nicht auf diese hängenden Dinger springen? Warum eigentlich nicht? Was tötet mich denn da? Da oben ist kein Stachel und nix. Die sehen genauso aus wie die Blöcke. Nur eben... Stacheln. Überall. Außer... außer unten. Ach, komm. Mein Sprungknopf ist kaputt. Wirklich. Ich schwör's. Ich kann nichts dafür. Ich mach alles richtig. Nee, Katz. Ich hab zu spät gedrückt. Oh. Ja, ich verliere gerade meine Geduld. Deswegen mache ich jetzt hier so risky maneuvers. Aber es funktioniert. Okay. Nein! Wisst ihr, was ich machen wollte? Doppelsprung. Geht nur, wenn man vorher springt. Ich wollte mich fallen lassen und dann springen. Geht nicht. Gemein. Warum nicht? Das ist nämlich ein cooler Move. Verdammt. So wirst du kein Animal Crossing Design in meiner wunderschönen Pixel Design Bibliothek Awesome P. Mit der Einstellung. Dabei wärst du so leicht zu machen. Aber so nicht. Oh Mann. Oh, Geist. Oh, ist das gemein. Hey, da kann man wirklich beim Level-Transition-Dingens sterben. Okay. Dann müssen wir hier quasi so drüber. Oh, Gott. Das sind doch echte Emotionen hier. So, das gibt es ja in dem ganzen neuen modernen Zeug gar nicht mehr. Plattform. Jetzt hätte mich beinahe meine verbündete Plattform noch in den Tod geschubst. Auf nichts kann man sich verlassen. Wer solche Plattformen hat, der braucht keine Kettensägen-Hazards mehr. Hallo, der echte Tobi, wie geht's? Oh, Totenkopf, du bist ein blöder Totenkopf. Ein schlechter.
Ein böser Totenkopf. Geh bitte weg und töte mich nicht. Nur weil du tot bist, musst du mich nicht gleich töten. Ich kann auch nichts dafür. Ich war's nicht. Ich kann mich nicht mal... Ich kann gar nichts machen. Ich kann's nicht gewesen sein. Ja! Level geschafft! Puh. Das war cool. Ich hätte längst den Controller mit den Zähnen perforiert. alles gut, heute mal die ganze Bude aufgeräumt. Homeoffice ist toll. Ja. Das ist bei der Merlin gerade auch so. Die verbringt die meiste Zeit mit Putzen und Saubermachen. Endlich mal da sauber machen, wo man sonst nicht Zeit hat. Und ich sage immer, solltest du nicht arbeiten? Schade, dass sich jetzt die Themen schon wiederholen. Aber gut. Zuglevel geht immer. Jetzt wird es aber hier schon echt. Ich kann nur, wenn ich an die letzten Level denke, wenn es hier schon so abgeht, wir sind ja noch nicht mal ein Drittel oder so im Spiel, dann wird mir unfröhlich. Wird mir da. Nein, bist du gemein. Aber Awesome Piece, so awesome, das macht ihm gar nichts. Der Doppelsprung ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter er ist. Das war gerade echt nicht cool von mir. Oh, nein, ich hätte... Kann ich vielleicht hier einfach heimlich abkürzen? Schade, hätte er sein können. Puh, gleich ist er von zwei Seiten gekillt. Double Kill mal anders. Ach komm schon, ich habe mir gedacht, der Weg unten ist bestimmt leichter. Nehmen wir den. Boah, das ist... Du Spiel, du bist echt bekloppt. Nein, so schnell kann man nicht springen, wie hier die Todeszonen kommen. Also ich muss sagen, wenn es um so Retro Gameboy ganz basic Plattformer geht, macht das Squidlet, das wir tatsächlich im 24-Stunden-Stream gespielt haben, schon Konkurrenz. Aber der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich crazy. Es ist wirklich das Super Meat Boy unter den Retro Gameboy-artigen Pixelspielen-Plattformern. Und Super Meat Boy ist das Dark Souls der retromäßigen Plattform-Pixel. Hey, dieser blöde Froschbobbel macht mich wahnsinnig. Ich muss jetzt mich echt mal hier... Ich habe keine Geduld mehr, man merkt schon. Ich will nur noch durch hier. Manchmal muss man warten. Das mag ich gar nicht. Warten können wir, wenn wir tot sind. So, jetzt warte ich, bis der Bobbel kommt. Okay. Jetzt kommt schon der nächste Bobbel. Moment, was der Bobbel, der mich immer gekillt hat? Ich muss auf Bobbel warten. Warten wir auf die Bobbel. Ich glaube, das ist die ganze Strategie hier in dem Level. Pixelgenau springen und auf die Bobbel warten. So, jetzt hier. Nee, da war es noch gar nicht. Hier. Genau, das ist der hinterhältige Bobbel. Du blöder Frosch. Meine Nerven halten das nicht mehr lange durch hier. Diese Schussfrequenz. Warum? Warum machen hier Frösche überhaupt Seifenblasen? Tödliche Seifenblasen. Warum schießen die auf Erbsen? Nein. Ich glaube, wir hören jetzt dann auf. Ich glaube, wir haben noch genug andere Spiele für heute. Aber ich mag Awesome P. Überraschend sehr.
Was? Gefällt mir gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so... So ein ganz einfaches. Also wirklich der simpelste Plattformer überhaupt. Nicht ganz. Es gibt einen Doppelsprung. Gäbe es die nicht, könnte man nur einfach springen. Dann wäre es wahrscheinlich die simpelste Plattformer überhaupt. Aber irgendwie hat was. Weiß nicht was. Erbsen. Eine Erbse. Ups. Das wäre voll cool, wenn ich rausgefunden hätte, zufällig, dass man irgendwie so einen Doppelsprung-Exploit machen kann, wenn man in der Luft pausiert oder so Blödsinn. Aber das gibt's ja gerne mal in solchen Spielen. Leider nicht. Bin nur ein bisschen abgerutscht vom Controller. Okay, jetzt aber. Oh Gott. Nein, 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 jetzt sterben wir. Nein, tun wir noch nicht. Ah, komm schon, dreh dich doch ein bisschen schneller. Blöder Popel, du. Okay, Exit. Ja, das ist eigentlich ein cooles Spiel. Awesome P. 10 von 10 möglichen Punkten. Das Spiel ist recht laut geworden. Ja, ich habe vorher, als es noch leiser war.